Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helvetia Vet Talks. Unser heutiges Thema ist die Vorsorgeuntersuchung beim Hund. Oft werde ich in der Praxis gefragt, ab wann eine Vorsorgeuntersuchung fällig ist. Prinzipiell würde ich beim Hund im Alter von 6 bis 8 Jahren eine Vorsorgeuntersuchung starten. Dies ist aber abhängig von Vorerkrankungen und der jeweiligen Rasse. Was beinhaltet so eine Untersuchung? Neben einer ausführlichen und genauen klinischen Untersuchung sollte ein Blutbild gemacht werden, um die Organparameter zu überprüfen, eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes, um die Organe bildlich darzustellen und eventuell eine Herzschalluntersuchung, vor allem bei Rassen, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, hier der Cavalier King Charles Spaniel oder auch bei Hunden, wo man ein Herzgeräusch mittels Stethoskop feststellt. Der Sinn dahinter ist, dass man gewisse Erkrankungen schon in einem Frühstadium erkennen kann und damit auch frühzeitig eine Therapie einleiten kann, was die Lebenserwartung von den Hunden damit signifikant verlängern kann. Einfach klar. Helvetia.